Moin meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wie ihr gut erkennen könnt, ich bin heute nicht am gewohnten Arbeitsplatz. Da wurde ich vertrieben und zwar von diesem Riesenbaby hier. Wir werden heute ein Großprojekt starten. Wir haben hier 5 Leinwände, insgesamt 1,50 Meter lang. Und wir werden heute ein zusammenhängendes, geblumtes Bild zaubern. Drückt mir die Daumen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Gehen wir rein. Also gut, meine Lieben, ihr könnt hier sehen unsere 5-teilige Leinwand. Für ein zusammenhängendes Bild würde ich euch immer empfehlen, wirklich die Leinwände aneinander zu reihen, solange ihr noch pürt. Das werden wir heute auch machen. Wir werden heute auf schwarzem Hintergrund arbeiten. Wie ihr sehen könnt, meine Basis ist super zähflüssig. Im Verhältnis 1:1:1,5 habe ich heute abgemischt. Das bedeutet ein Teil Farbe, ein Teil Floetrol und 1,5 Teile Wasser. Gut. Ich starte mit der ganz äußersten Leinwand mit unserer Basefarbe. Selbstverständlich haben wir noch ein bisschen mehr. Ich arbeite mit den Farben von Amsterdam. Ihr könnt sehen, die Amsterdam-Farben sind immer super farbintensiv. Auch hier das Schwarz ist wirklich leuchtend. So, sehr gut. Jetzt beginne ich hier meine Basis ein bisschen auszudehnen. Ihr kennt das schon. Wir werden schauen, ob wir vielleicht im Nachtrag dann noch ein bisschen Farbe auftragen müssen. Aber ihr kennt meine Devise, ich nehme erstmal ein bisschen weniger. Wir wollen keine Farbe verschwenden. Wie ihr hier gut erkennen könnt, halte ich die eine Leinwand über die andere. Auch hier wieder, das gilt der Nachhaltigkeit meiner Materialien. Wir müssen nichts wegschütten. Wir werden sowieso einiges an Basecoat hier verwenden müssen. Und dementsprechend kann ich die Farbe von der einen Leinwand mit der anderen gut auffangen. Denn meine Lieben, ihr habt gesehen, ich habe mir heute wirklich gut Zeit gelassen, meine Basis wirklich gut zu verteilen, dass wir eine schöne glatte Oberfläche haben. Für euch ging es natürlich schneller als für mich, aber das Endresultat zählt. Wir haben hier wunderschöne 5 schwarz glänzende Leinwände vor uns liegen. Und nun als kleinen Tipp kann ich euch geben, wenn ihr ein zusammenhängendes Bild machen möchtet, seht euch an, wie es später hängen wird. Und reiht schon mal die Leinwände so aneinander, wie es euch gefällt. Ich würde sagen, in etwas so. Ja. Okay, was machen wir jetzt mit unseren schönen schwarzen Leinwänden? Ich möchte einmal über das ganze Bild drüber blumen.
Ich habe mir dazu schon coole Farben vorbereitet. Wir haben ein wunderschönes Dunkelmagenta. Das habe ich mir selbst abgemischt mit Primary Magenta und Schwarz von Amsterdam. Dann haben wir ein normales Primary Magenta. Ich habe ein wunderschönes Gold. Ein wunderschön glänzendes Bronze. Ein Weiß. Wenn ich mal gucken, wo ich das hier alles abstelle. So. Und als kleines Highlight möchte ich natürlich Prussian Blue dazu nehmen. Als Konträrfarbe eignet sich das super gut zu Rottönen. Okay, ihr Lieben, also, jetzt muss ich mich organisieren. Wichtig ist hier wirklich zu bedenken, wir brauchen nicht so viel Farbe, so viel bunte Farbe auf unserer Leinwand. Ich hätte mir gewünscht, dass die äußeren beiden Seiten nach innen geblasen werden und wir uns dann hier in der Mitte auf der großen Leinwand treffen. Gesagt, getan. Ich werde heute meine Farbe mit dem Spatel auftragen, dass ich bloß nicht zu viel erwische. Also legen wir mal los. Ich beginne mit Weinrot oder Dunkelmagenta. Ungefähr starte ich hier. Aus der Mitte. Ich nehme mir Zeit dafür heute. So. Jawohl. Zeitgleich starte ich auf der anderen Seite. Auch hier sollen wir uns ungefähr in der Mitte treffen. So. Anschließend möchte ich ein bisschen Prussian Blue haben. Ihr seht, noch ist es sehr dunkel, das werden wir aber gleich mit Weiß, Gold und Bronze aufpeppen. Ich nehme hier auch nicht so viel Farbe, ihr seht das. Ich möchte nur dann später in unseren Blumen einen wunderschönen Farbverlauf schaffen. Und dafür brauchen wir ein bisschen Konträrfarben. So, als nächstes nehme ich Weiß, Titanium Weiß von Amsterdam. Jawohl. Mehr brauchen wir schon nicht. Was nicht fehlen darf, ist natürlich ein goldenes Highlight. Ich weiß nicht, Gold und Schwarz geht einfach immer. Jedes Mal, wenn ich im Vorfeld plane, welche Bilder ich für euch machen möchte, überlege ich mir immer eine Farbkombo und Schwarz und Gold ist immer ganz vorne mit dabei. So, jetzt haben wir auch schon gleich unsere Kombo fertig. Ich nehme hier noch ein kleines bisschen Primary Magenta von Amsterdam. Wirklich nur einen Streifen, ihr seht, mehr brauche ich nicht. Wir haben schon genug Farbe, die wir gleich ausblasen können. Ihr müsst euch auch immer im Hinterkopf behalten, ihr könnt beim Blumen immer wieder noch ein bisschen Farbe nachtragen. Deswegen starte ich lieber mit ein bisschen weniger Farbe. Wenn es mir dann noch nicht genug ist, trage ich einfach noch ein bisschen nach. Ich habe hier ein wunderschönes Bronzekupfer. So. Also, wir brauchen unseren Haartrockner.
Und nun überlege ich mir, wie mache ich nun unser Muster weiter? Wir schauen mal. Hier haben wir jetzt schon eine größere Leinwand. Also quasi die nächste Größe in unserer Fünferreihe. Da dachte ich mir, halten wir es ein bisschen geschwungener vielleicht. Etwas so. Selbstverständlich könnt ihr die Muster natürlich machen, wie es euch beliebt. Ich versuche jetzt hier einfach kreativ zu sein. Ich habe mir vorher auch nicht so viel zurechtgelegt. Ich liebe das, wenn ich einfach anfange zu arbeiten und mich dann tatsächlich von den Farben mitreißen lasse. Prinzipiell kann man das natürlich auch so machen, dass man einmal nur gerade drüber blaut. Sieht auch super aus. Aber ich glaube, ich möchte es heute ein bisschen verspielter haben. So, weiß brauchen wir nicht so viel. Wir möchten unsere Farben schon kräftig haben. Na los. Jawohl. So, ein bisschen Primary Magenta noch. Sehr gut. Wie vorhin gesagt, Gold darf nicht fehlen. Und unser wunderschönes Kupfer nehmen wir wieder für Highlights. Sehr gut. Ich werde jetzt diese Seite weiter ausblasen, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich diese Seite simultan mache. Also, wir schnappen uns wieder den Haartrockner. Jetzt ist ein bisschen Vorsicht gefragt, Leute. Versucht, wenn ihr jetzt beim Haartrockner drauf geht, nicht die erste Seite wieder nach außen zu blasen. So wieder durch euer Muster, das ihr gerade geschaffen habt, wahrscheinlich wieder kaputt machen. So, ihr könnt schon erkennen, wie sich hier unser Muster weiterführt. Ich finde es toll. Also ich habe mich entschieden, ich werde es auf dieser Seite doch simultan machen. Ja. Also, noch einmal von vorne. Gut. Gut, soweit bin ich zufrieden. Jetzt kommen wir zum Herzstück unseres Bildes. Jetzt ist die Frage, ich habe mir überlegt, ich möchte von dieser Seite die Blüte nach oben ziehen und von dieser Seite nach unten ziehen. Und ich glaube, das gibt uns den perfekten Kontrast. Also,
Ich starte mit meinem Blumen von der Mitte aus nach oben. Wenn ich ein bisschen größer wäre, dann wäre es ein bisschen einfacher. Hier dürfen wir schon ein bisschen Farbe verwenden. Ist ja auch eine wirklich große Leinwand. So. Gold fürs Highlight. Und einmal noch Bronze für das Highlight und den Schimmer. Sehr gut. Okay, diese Seite ist vorbereitet. Jetzt machen wir gleich noch diese Seite auch fertig. Sehr gut. Und ein letztes Mal. Ja, die Form finde ich toll. Jetzt möchte ich noch schauen, ob wir vielleicht noch ein bisschen Farbe nachtragen möchten. Das finde ich tatsächlich viel schöner, wenn es ein bisschen mehr ausgeblasen ist. Hier können wir natürlich noch ein bisschen sauber machen, ganz klar. Ja, das finde ich viel schöner hier. Schaut mal, was wir hier für schöne Bubbles bekommen haben. Das ist echt toll. Also auch hier, denke ich, werde ich noch ein bisschen Farbe nachtragen. Das ist genug.
Sehr gut. Nun können wir auch schon anfangen, unsere Leinwände ein bisschen zu trennen. So, meine Lieben. So weit, so gut. Ich habe jetzt genug Farbe nachgetragen, dass ich zufrieden bin. Jetzt werde ich hier noch ein paar Stellen ausbessern, die noch nicht so sauber vorkommen wie das hier. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Ich könnte noch stundenlang so weitermachen. Ich erfreue mich so sehr an dem Farbverlauf, den wir geschaffen haben. Die Farben sind toll zusammengegangen. Ich möchte gar nicht wegsehen. So fesselnd finde ich dieses Bild. Es wird hoffentlich einen Ehrenplatz bekommen. Ich hole euch natürlich noch ein bisschen näher ran. Ihr müsst euch das wirklich anschauen, wie schöne Bubbles wir bekommen haben und wie toll die Farben miteinander harmonieren. Ich liebe es sehr. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Wenn dem so ist, gebt mir einen schmutzigen Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet. Und bis dahin, ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.